Ein Hallo und ein herzlich Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Sim Minish Cap. Oder eher gesagt, mit dem hängenden Emulator, der momentan wirklich Faxen macht, wie er nur kann. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nur, dass es nervt und, ja, sehr viel Zeit in euch drin. Ich glaube, wir sind hier bei der, 11. oder 12. Aufnahme jetzt. Ich habe auch, ja, ziemlich lange davor versucht, diese Aufnahme zu machen, doch irgendwie, ja, meint er immer zu hängen. Woran es liegt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, ja, dass es nicht schön ist. Hey, na sowas, na sowas, na sowas. Gewinne einen Preis, denn die Bücher wurden verliehen. Nun kommen wir nicht mal zu Lexa, dem Ältesten. Ich weiß, ich weiß. Ob er dann klarkommt? Oh je, ich sorge mich zu sehr. Ich habe meine Stimme verändert und die Bibliothek dieser... Müsste eigentlich wissen, wer die Bücher hat. Mir bin ich schon vollkommen hilflos. Ja, okay, okay, ich gehe ja schon. Macht ja eh keiner von euch. Oder schreibt mal einen großen Brief. Das wär's doch. Einfach einen Brief schreiben. So am besten in so eine Buchseite, auch wenn es ein bisschen dauert. Und wenn irgendjemand das Buch sich mal ausleiht, ja dann habt ihr Glück. Aber ansonsten habt ihr Pech. So, das ist die Bibliothekarin. Willkommen in der Stadtbücherei, blabliblub. Wenn das nicht mal so... Oh Mann, ich komme voll durcheinander. Wie, die Bücher aus dem Regal im ersten Stock? Das, wo drei Bücher fehlen? Sicher das Problem. Sie sind schon lange ausgeliehen und werden einfach nicht zurückgegeben. Das biblische Lexikon der Tierwelt, zum Beispiel. Ja, ich weiß, da steht Bilderlexikon, aber das biblische Lexikon ist besser. Was hat sie? Genau, aus einer Katzenbesitzerin ausgeliehen. Das darf sie auch, aber sie muss es wieder zurückbringen. Ja, ja, mach ich schon, mach ich schon. Ich bin ja so ehrlich. Ich meine, im Spiel kann man auch nichts anderes machen. So. Aber es nervt natürlich, weil diese Sache mit den drei Büchern dauert wirklich so eine Zeit. Und du geh mir nicht im Weg. Ey, ihr geht mir alle im Weg, ne? So. Und nun müssen wir erstmal diese verrückte ausfindig machen und ja. Jetzt noch Wasser schön drauf gießen, dass der Ofen aus ist. Und hoffen, dass er nicht aufhängt. Weil das ist schön, wenn er nicht aufhängt. Oder gesagt, unschön, weil... Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Buch schon geholt habe. Beziehungsweise, wie oft schon davor es aufgehangen hat. Das weiteste war noch nicht mal bis zum zweiten Buch, ohne dass es sich aufhängt. Deswegen kam auch so lange The Legend of Zelda nicht. Weil ich gehe arbeiten und, Leute, da habe ich auch wirklich keinen Bock mehr, wirklich so lange aufzunehmen. Oh, die Katze dort statt uns an. Geht offenbar nichts Gutes im Sinn. Weil kein Mensch der Welt nimmt tausendmal dasselbe auf. Nanu, oh, sieh doch mal so. Das Buch liegt auf dem Bücherregal. Aber wie kommen wir dran? Ja, was mache ich denn gerade? Von hier aus ist es unerreichbar und eine Leiter gibt es auch nicht. Es liegt so weit hinten, dass nichts nützt, am Regal zu rütteln. Was sollen wir nur tun? Da ist die Katze. Das war ein Schreck. Wenn man klein ist, ist sind die Gefahren groß. Und was ich heute gesehen habe, ist eine Katze auf dem Porsche, genau. Porsche. Ja, da hat sich eine Katze einfach auf dem Porsche gelegt. Scheiß auf Kratzer. Und das sah so geil aus. Wir haben uns so kaputt gelassen. War ja auf der Arbeit, da kommt ja irgendjemand mit dem Porsche mal hin. Ich weiß nicht, wer es ist. Auf jeden Fall hat die Katze sich da wirklich auf den Porsche gelegt. Und eher hat man sich versehen. Naja. Da war auch schon die Katze da drauf. Und ob ein Kratzer da ist, wissen wir nicht, weil wir wollen ja selbst keine Kratzer drauf machen. Und geben mal ein bisschen Gas, weil wenn wir Gas geben, sind wir schneller und dann sind wir auch schneller hier mit dem Park zu Ende. Gucken wir, dass wir mal 10 Minuten aufnehmen. Weil, ja, haben wir viel geschafft. Hey, du da! Dieses Bilderlexikon der Tierwelt war schön ewig ausgeliehen. Ah ja, Mama, du hast es mir zurückgebracht. Danke, das ist eine große Hilfe. Ach, du bist wirklich sehr nett. Danke dir. Weiter geht's, das nächste Buch. Und dazu brauchen wir wieder Wasser. Ich hoffe, diesmal kommen wir weiter ins zweite Buch. So. Du hast Wasser in die Flasche gefüllt. Jetzt bin ich ein König auf der Welt. Na, Wache, wie geht's dir? Also, wir haben hier wieder so einen ganz großen Bereich und der Hund darf uns nicht im Weg gehen. Was ist? Ich bin gerade unglaublich beschäftigt. Störe meine Forschung nicht. Jetzt ist ein ungünstiger Moment. Was? Haben wir was vergessen? Ach, wir sollten die Alte ja nochmal fragen, wer das nächste Buch hat. Genau. Ja. Als nächstes wäre da das Buch.
genau, die Legende der Minish. Er ist auch schon lange überfällig. So ein Forscher, der etwas zerstreut wirkt. Und er wohnt in der Nähe der Mühle am Bach. Ja, ja, da war ich gerade. Natürlich. Oh, wir stehen mit einem Fuß auf dem Wasser und fallen nicht rein. So, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Boah, oh Hund, geh mir aus dem Weg. Wenn du alles machen darfst, geh mir aus dem Weg. Ich habe Wasser. Ja! Ja, danke. Was ist? Hm? Das Buch der Bücherei? Oh, pardon, nur gut, komm mal rein. Ja, okay. So. Das ist nämlich da oben drin. Ich bin Blurm, der Minish-Forscher. Du meinst die Legende der Minish aus der Bücherei? Ich habe das Buch schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Sind vielleicht Mäuse in meinem Haus? Oh, es muss hier irgendwo sein. Vielleicht kannst du es für mich finden. Ich muss weiter forschen. Okay, okay, dafür müssen wir nämlich klein werden. Wusch. Wasser! Mach die Kinder nasser! Ach komm, wir wollen das zweite Buch heute noch finden und dann ist erstmal Ende in The Legend of the Minish Cap. Guckt ja eh kaum einer. Wenn ich mal so überlege. Ist auch ein bisschen schade, aber ist ja auch nicht meine Entscheidung. Naja, jeder kann gucken, was er will, aber ein bisschen Zuschauer bei The Legend of the Minish Cap wäre auch schön. Weil dann kommt da so ein Hater vorbei nebenbei noch so nett und freundlicherweise und sagt, mach ich Dislike und dann hat das ein Video ein Dislike und sein Video selber liken. Nee, nicht unbedingt. Nein, ich muss da... Wo muss ich nochmal lang? Ach genau, durch den Kamin. Genau. Also, wir müssen über die strömenden... Oh, eher durch strömende Haus. Wir müssen an den kleinen Typ vorbei. Nehmen wir einfach mal den ansprechen. Von hier aus ist es sehr gefährlich. Man sollte nicht unbedacht weitergehen. Hallo? Ich bin bedacht. Was habe ich vergessen? Dieses Haus gefällt mir sehr. Der beste Ort in ganzem Märchenstaat. Hier will ich mich für immer niederlassen. Ja, und kleine Kinder fressen. Irgendwas habe ich vergessen. Vielleicht den Typen da hinten fragen? Aber nötig, ne? Kennst du den geheimen Spruch, der zum Schatz führen soll? Über den reißenden Strom führt eine schmale Brücke. Dann vorbei an den großen Wesen neben einem wilden Wasserfall ist der geheime Eingang zu dem Ort, an der Schatz vergraben ist. Es soll ein Werkzeug sein, mit dem wir Minish riesige Dinge schieben können. Die Legende zufolge muss man von diesem Haus aus losgehen. Ja, geh von diesem Haus aus los und blibla blub sind wir da. Was wir schon gerade waren, aber irgendwie nicht anerkannt wurde, weil da jemand hier ist, irgendwas riesige Wesen. So, und jetzt hat nämlich der Typ da auch uns freigelassen. Oh, das war meine Maus. Sorry, da musste ich etwas gerade machen. So, und schon sind wir da. War das so lang? Genau, das müssen wir nämlich so lang. Und dann kommt das Schlimmste aller Zeiten, das Katzenkrieg. Das Kätzchenkrieg. Wir laufen an todesgefährlichen Kätzchen vorbei, die uns mit ihren... Ja, die Schaden machen. Sagen wir mal so. Wer hätte gedacht, dass hinter dem Stadtbrunnen ein solcher Ort existiert? Dann wollen wir beide uns doch gleich mal diesen Schatz der Minish holen. Und dazu greifen wir natürlich an. Oh, die haben ja gar nichts drauf. Die haben... Ja, okay, die haben Rubine. Das ist auch das Einzige, was wir haben. Ja. Wie Schatz der Minish. Ja, okay, das war mir klar. Ohohohoho. Ohohoho. Natürlich, ich kann alles aufsaugen, außer das Herz. Ich kann tatsächlich das Herz nicht aufsaugen. Ist das Fail? Mensch, ist das mies. Oh Gott. Ein richtiger Irrgarten ist das hier. Für ein blödes Item. Ich hoffe, das Item lohnt sich, mal so gesagt. Weil irgendwie, ja.
Oh, nee. Wollen wir sagen, da kommt ein Boss? Weder kommt ein Boss. Oh, ja. Okay, kein Boss, aber... nervige Gegner. Und der eine meint mich mal voll zu dissen. Oh, bleib doch still. Ich tu doch nichts. Ich will doch nur spielen. So, einer noch. Zählt das eigentlich als Dungeon? Wer das zählt als Dungeon? Kraftarmband erhalten. Kleiner Mann, große Kraft. Ah, okay. Ja. Ich habe so eine Vermutung. Also nicht, wie man ans Herz rankommt, das weiß ich hier leider in dem Fall nicht. Ah doch, ja klar. Das nennt sich Bumerang. Klar, es nennt sich Bumerang. Kätzchen, lass mich in Ruhe. Na du? Was? Du warst dort? Unglaublich. Ja, ich war da. Cool, wa? Ihr seid alles Feiglinge, ey. Ihr droppt euch nix. Und das Epischste ist, wir dürfen die Wege nicht betreten. Warum auch immer. Muss man die... Nee, muss man nicht. Okay. Okay, ich wollte nichts gesagt haben. Jetzt schnappen wir uns das zweite Buch für die Alte und... ja. Das habe ich so eine Ahnung, was ist. Wie wir einfach mal das Bücherregal schieben. Und der Typ wundert sich auch kein bisschen, warum sich das Bücherregal überhaupt schiebt. Ich meine, er sieht uns zwar nicht, weil wir Minish sind, aber... was ist das hier für ein Ort? So, so, ich verstehe. Die Bücher der Menschen sind interessant. Blüm, der unten wohnt, ist sehr wählerisch, was Bücher angeht. Ja, und ihr habt euch bestimmt ein Buch gegriffen. Hier ist es staubig. Wir müssen mal sauber machen. Ja. Das seid ihr aber alles selber schuld. Hier sind Schachfiguren. Ey, was ist das hier alles? Ja, wer bist denn du? So, puh, ich will das Buch nach unten schubsen, aber allein oder so, oder zu zweit. Mein Bruder ist so in sein Buch vertieft. Der hilft mir auch nicht. Und noch einmal. Hä? Komm. Ups! Ja, ups. Das ist nie passiert. Ich bin nicht runtergefallen und... ja. Ich laufe über dein Buch. Was jetzt? So, so, ich verstehe. Die Bücher der Menschen sind interessant. Blüm, der unten wohnt, ist sehr wählerisch, was Bücher angeht. Wie könnten wir das Bücherlein umdrehen? Wasser. Muhahaha. Das hat es auch vollgebracht. Wie sieht's mit Bomben aus? Na? So, so, ja, okay, du willst irgendwie nicht mitkommen. Okay, okay, ich verstehe. Warum auch immer. Wie können wir es noch machen? Ach so, okay, wir brauchen also noch einen. Wir brauchen definitiv noch einen. Wie machen wir es am besten? Ja, das war auch das Klügste, was ich machen kann. Ey, ich schlitz den auf. Naja, ich frag dich mal, was da los ist. Reden? Reden! Oh, so, puh, ich will das Buch nach unten. Schmissen aber allein oder zu zweit. Mein Bruder ist so in sein Buch vertieft. Der hilft mir auch nicht. Und noch einmal. 1, 2, 3, 4. Ich fall diesmal nicht runter. 2, 3, 4. So, hilf mir jetzt. So, so, ich verstehe die Bücher der Menschen. Aber wie soll man das da runterkriegen? Ich habe so eine Vorstellung, was wir machen müssen. Wir müssen das Buch da runterschmeißen, dass es einfach hilft. Hier ist es staubig. Oh, ja, okay. Ja, klar. Ach so. Oh, ja, klar. Ja, komm.
Das ist doch mal mehr als einfach gewesen. So, jetzt müsste es aber klappen. Komm, fahr runter. Ja, geht doch. Oh Gott, da ist es. Oh. Ja, das wäre mal geschafft. Ah ja, wir müssen da außenrum rein. War aber auch ziemlich schwer zu kriegen irgendwie. Aber die Idee ist gut. Die gefällt mir. Die ist wirklich passabel angebracht und... Wollen wir mal direkt das Buch nehmen und wegbringen. Und natürlich saufen wir wieder auf Extremste ab. So, Buch klaue ich mir mal, ne? Die Legende der Minish. Danke dir, kleiner Mann mit den grünen Haaren und der Hund, der mir im Weg lungert. So. Damit haben wir das zweite Buch. Und bin froh, dass es jetzt 16 Minuten lang lagfrei funktioniert hat. Und deswegen mache ich hier erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns im nächsten Part am besten wieder. Ah, das Buch kenne ich doch. Die Legende der Minish. Ja, schon längst überfällig. Hast du es mir etwa zurückgebracht, Mazo? Juhu! Was? Epische Bücherreihe. Harry Potter 1 und 2 sind zurückgebracht. Wird der Gefangene von Azkaban sein Buch auch rausrücken? Mal fragen. Zuletzt wäre da noch alles über Masken. Und die Maske von... Ja genau, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Hat es es geht doch nicht, dass der wichtigste Mann der Stadt das Buch... Ohohoho! Wir dürfen den nächsten Part den Bürgermeister so Schlitz machen. Aber wie wir den Bürgermeister so Schlitz machen, seht ihr im nächsten Part von The Legend of Zelda and the Minish Cap. Ich danke fürs Reinschalten und wir kommen, glaube ich, dem Ende immer näher und das ist gut so. Und bis zum nächsten Mal an dieser Stelle erstmal. Danke fürs Reinschalten und... Ja, so schön gesagt. Masala Vista, Baby!